nicht so genau weiß, wo sie sich bewegen soll, wie sie sich bewegen soll, wo sie denn steht und wo die Zukunftsperspektiven sind. Und da ist es durchaus angebracht, nochmal insgesamt so in den verschiedenen Strängen, die bis in die Gegenwart reichen, zu forschen, ob da nicht doch wieder Hinweise zu finden sind. Wobei Ernst Bloch, eine der wichtigen philosophischen Figuren des vorigen Jahrhunderts, eben nicht reduziert werden darf. Also das ist eines unserer Hauptanliegen, zu sagen, dass er den geflügelte Wort vom Prinzip Hoffnung, was jeder im Munde führt und was ein, wie gesagt, ein geflügeltes Wort geworden ist, darauf zu reduzieren ist, sondern es ist ein langes philosophisches Leben, verbunden auch mit Entwicklungen. Über diese Entwicklung und über dieses Leben werden wir einiges erfahren. Ja, zu uns gekommen ist aus Nizza, wo er jetzt lebt, Arno Münster. Wir haben uns verschworen, diese Veranstaltung zu machen und über Bloch zu reden, auf einer Veranstaltung, die einem anderen gewidmet war, nämlich auf der Veranstaltung zu André Gorz, dieses große Symposium, was wir Ende letzten Jahres durchgeführt haben. Und auch dort hat Arno Münster, der sich auch sehr intensiv mit Gorz beschäftigt hat, einen Vortrag gehalten. Und dann haben wir gesagt, so, wir gehen ein Schrittchen weiter und machen den Philosophen und die Person, die ihn sein Leben lang begleitet hat und über die er immer wieder gearbeitet hat, neben all den anderen philosophischen Fragen, denen er sich gewidmet hat, machen dem zum Gegenstand eines Vortrags hier heute bei uns. Arno Münster ist 1942 geboren, das ist ein offensichtlich guter Jahrgang. Ja, klar, ich ist auch meiner. Romanistik und Philosophie studiert, unter anderem auch in Freiburg und hat in Berlin und hat dann 1982 in Hannover ist er habilitiert worden bei Oskar Negt, einem auch der großen Sozialphilosophen in Deutschland, und hat dann anschließend eine, ja, fast kann man sagen, Art Odyssee durch verschiedene akademische Positionen gemacht. Da führte ihn bis nach Brasilien, Frankreich war dabei, dann auch wieder Deutschland, Osnabrück. Und letztlich dann die letzten Jahre im Amte in Amiens, wo er dann deutsche Philosophie, Geschichte und Sozialphilosophie gelehrt hat. Nun ist er emeritiert und hat Zeit, Vorträge zu halten, hat Zeit, weiter zu schreiben. Er ist von einer fast schon beängstigenden Produktivität, was seine vielen verschiedenen Themen auch angeht, mit denen er sich beschäftigt. Also ist jemand, dem man nicht nachsagen kann, dass er sich verzettelt, sondern er ist in diesem philosophischen Kosmos, der ja auch genug Abwechslung bietet, vollständig zu Hause. Und ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Und jetzt werden wir mal uns anhören, was er zu sagen hat. Ja, vielen Dank, Rainer, für diese freundlichen Einführungsworte. Also ich muss gleich zu Eingang sagen, dass ich mich wirklich freue, hier in Saarbrücken auf Einladung der Stiftung Demokratie heute vor Ihnen zu dem Werk von Ernst Bloch sprechen zu dürfen. Und danke, Herr Ministerpräsident Rainer Kling, wirklich herzlich für diese Einladung. Ernst Bloch, dem ich sehr viel verdanke, wie er sagte, war zweifelsohne einer der produktivsten Ketzer
im Marxismus des 20. Jahrhunderts, dessen mutiger Kampf an der philosophischen Front gegen alle Formen des Konservatismus, des Nationalismus und des Faschismus gleichbedeutend war mit seinem Kampf für die Verwirklichung der konkreten Utopie, das heißt der Idee der Emanzipation, der sozialen Gerechtigkeit und eines menschlichen Sozialismus der realen Demokratie. Gleichzeitig war es aber auch ein Kampf gegen die gefährlichen Tendenzen der Dogmatisierung des Marxismus, gegen die zu starke Identifikation der sozialistischen Idee mit dem Staat und seiner Bürokratie und gegen alle Formen der Herrschaft von Menschen über Menschen, in denen der Mensch ein ausgebeutetes und erniedrigtes Wesen ist. Wie Oskar Negt am 6. August 1977 in seiner Grabrede für Hans Bloch auf dem Tübinger Hauptfriedhof unterstrich, ist der aufrechte Gang, dieses sichtbarste Zeichen der menschlichen Würde, das A und O der Philosophie Blochs. Er ist die Substanz seiner durch und durch politischen Philosophie. Das heißt, nicht nur die Wahrheit, auch Hoffnung und Utopie sind für Bloch konkret, ja, das Konkreteste. Und um noch gleich noch einmal Oskar Negt zu zitieren, das Trompetensignal in Fidelio ist für ihn, Bloch, kein ästhetisierendes Symbol, sondern es ist Ausdruck der Hoffnung eines bestimmten Menschen auf Befreiung aus dem Gefängnis, aus unmittelbarer Gewalt und Unterdrückung. Und es ist gleichzeitig auch kategorischer Imperativ des einzig menschenwürdigen politischen Verhaltens, nämlich alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. In seinem Hauptwerk, dem Prinzip Hoffnung, verschränkte Bloch diese Vision der Befreiung, der Emanzipation aus Unterdrückung und Entfremdung nicht nur mit dem Begriff der konkreten Utopie, sondern auch mit der Theorie des antizipierenden Bewusstseins und einer durch die Kategorie Möglichkeit vermittelten Philosophie der Praxis, die sich die Verwirklichung der Tagträume vom aufrechten Gang und des utopischen Vorscheins in einer besseren Welt ohne repressive Herrschaft zum Ziel gesetzt hat. Der militante Optimismus, der dieses Werk durchweht und gewissermaßen zum Leitmotiv dieser Philosophie des aufrechten Gangs und der konkreten Utopie geworden ist, kontrastiert schon mit dem Geschichtspessimismus der Frankfurter Schule und dem Marxismus der Melancholie eines Walter Benjamin, mit dem er jedoch die Verwurzelung in einem säkularisierten und stark enttheokratisierten Messianismus teilt. Die Weltkultur stellt diesbezüglich der französische Philosoph Emmanuel Levinas fest, ist für Ernst Bloch der Stoff der Hoffnung. Und er interpretiert ihn mit sichtlichem Vergnügen so, als schriebe er die Partitur für ein Orchester, das alle Genies der Erde vereint. Die Idee des Fortschritts, so Levinas, ist bei Bloch vorhanden in der Idee eines Humanismus, und zwar eines marxistischen Humanismus, der sich selbst begreift und bestimmt als Humanity in Action. Dieser Humanismus stellt den unvermeidlichen Gang des Humanismus zu seiner Heimat hin dar, wo das Sein mit einem menschlichen Zuhause zusammenfällt. Soweit Emmanuel Levinas, soweit also auch zur allgemeinen Bedeutung des philosophischen Werks von Ernst Bloch für die Philosophiegeschichte und die Sozialphilosophie des 20. Jahrhunderts und zum eigentlichen Thema dieses meines Vortrags, Menschenwürde, aufrechter Gang und konkrete Utopie im Denken von Ernst Bloch. Als Ernst Bloch im August 1961 aus der DDR nach Tübingen kam, wo für den schon 76-jährigen Philosophen ein neuer, wichtiger und der letzte Abschnitt seines Lebens und Wirkens begann, also in jenem Neckar Athen nämlich, wie der kürzlich verstorbene Walter Jens die Universitätsstadt am Rand der Schwäbischen Alb nannte, kam er keineswegs mit leeren Händen. Denn in den Jahren 1957 bis 1961, das heißt im Zeitpunkt seiner vorzeitigen Emeritierung aus eindeutig politischen Gründen im August 1957 als Professor der Philosophiegeschichte an der Universität Leipzig, bis zu seiner definitiven Ausreise aus der DDR im August 1961, hatte er das Manuskript eines Werkes vollendet, das dann im Herbst 1961 im Suhrkamp Verlag Frankfurt erscheinen sollte. Naturrecht und menschliche Würde. Als Ernst Bloch kurz nach dem Bau der Berliner Mauer in Tübingen, seiner neuen Wirkungsstätte,
seinen Entschluss bekannt gegeben hatte, nicht mehr in die DDR zurückzukehren, befand sich das Manuskript dieses Buches noch in Leipzig. Um zu verhindern, dass dieses und noch so viele andere Manuskripte dem Stasi in die Hände fallen, organisierte der Sulkamp Verlag im September 1961, das heißt zur Zeit der Leipziger Buchmesse, eine Rettungsaktion, in deren Verlauf Herr Daunzin, ein Verleger und guter Bekannter von Siegfried Unseld aus Hanau, mit seinem PKW nach Leipzig fuhr, um dort in der Nacht um 4 Uhr in die Privatwohnung von Ernst Bloch in der Leipziger Wildstraße die Manuskripte Blochs aus dem Schrank zu holen und in dem Bloch sie verwahrt hatte. Frau Carola Bloch hatte ihm rechtzeitig den Wohnungs- und den Schrankschlüssel dazu ausgehändigt. Herr Dausin verstaute dies alles gut in seinem PKW und fuhr damit, erstaunlicherweise unbehelligt, von den Grenzsoldaten der DDR über die innerdeutsche Grenze nach Frankfurt und dann nach Tübingen, wo die Manuskripte, einschließlich des Manuskripts von Naturrecht und menschlicher Würde, dem glücklichen Ernst Bloch übergeben wurden. Also das zur Geschichte dieses Manuskripts und dieses Buches. Wollte Bloch bisher, also mit diesem Buch wollte Bloch bisher in der Forschung und Rezeption unterbelichtet gebliebene Tendenzen im klassischen Naturrecht, dem Freiheitsgedanken der bürgerlichen Revolution und dem Begriff der Menschenwürde aus der Erklärung der Menschenrechte von 1789 mit der sozialen Emanzipationslehre von Marx versöhnen, in der erklärten Absicht, dem in der DDR vorherrschenden dogmatischen prosowjetischen Schmalspur-Marxismus, den er in den letzten Jahren seiner Lehrtätigkeit in Leipzig immer mehr bekämpft hatte, eine andere, humanere Vision eines kritischen, materialistischen Denkens und eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz entgegenzusetzen, der erst mit dem Prager Frühling 1968, wenngleich nur für wenige Monate, Realität werden sollte. Gleichzeitig entwirft Bloch in diesem leider viel zu wenig beachteten, viel zu wenig gelesenen Buch eine neue kritische Rechtslehre, die von der Absicht geleitet ist, dem vorherrschenden Rechtspositivismus aus der Schule von Kelsen eine andere, von einem revolutionär berichtigten Naturrecht genährte Rechtsauffassung entgegenzuhalten, deren zentrale Begriffe die menschliche Würde, die Freiheit und der aufrechte Gang sind und in der vorherrschende Gegensatz von Gerechtigkeit und positivistischer, an abstrakten Normen und Klauseln orientierter Rechtsprechung weitestgehend aufgehoben werden soll. In dieser Perspektive entwirft Bloch auch eine neue kritische Theorie des Rechts, die sich als eine Art Kriegsschrei gegen alle zeitgenössischen Formen der Unterdrückung versteht. Blochs Perspektive ist also die eines Rechtsbegriffs von unten, der bewusst an die fortschrittlichen Aspekte des Naturrechts anknüpft, die gemeinhin ignoriert werden von der gängigen Rechtsphilosophie und dem positiven Recht. Und wie ich unter anderem in meiner Ernst-Bloch-Biografie aufzuzeigen versucht habe, stellt Bloch in diesem seinem Buch Naturrecht und menschliche Würde ein Juristikum ganz eigener Art vor, mit fragend, fordernd gesuchter Mündigkeit beginnend, mit dem klassischen Naturrecht nicht endend. Wie es so schön heißt, die Leitmotive dieser philosophischen Rechtslehre sind zum einen das Aufzeigen der Doppelfunktion des Naturrechts in der Geschichte der Philosophie der Neuzeit, das heißt seiner einerseits rückschrittlichen Funktion in der Philosophie des Mittelalters, zum Beispiel mit dem Begriff des relativen Naturrechts bei Thomas von Aquin, und seiner andererseits revolutionären Funktion in der Philosophie der Aufklärung, vornehmlich bei Rousseau und bei Kant, und zum anderen die Aufgabe eines sozialistischen Erbes an den ehemals liberalen, nicht nur liberalen Menschenrechten. Nun geht es Bloch hier keineswegs darum, dem Liberalismus eines John Locke oder Adam Smith, die ausschließlich die Freiheit des Individuums, das Privateigentum und eine liberal-bürgerliche Rechtsordnung verteidigen, den Begriff der Menschenwürde zu entreißen. Vielmehr hebt er darauf ab, die Aufgabe eines sozialistischen Erbes an diesen ehemals liberalen, nicht nur liberalen Menschenrechten aufzuzeigen. Denn wie Marx ist Bloch der festen Überzeugung, dass es keine wirkliche Installierung der Menschenrechte ohne Ende der Ausbeutung geben kann und kein wirkliches Ende der Ausbeutung ohne Installierung der Menschenrechte. Diese Bemerkung zielte eindeutig auf die Nichtrespektierung auf die Nichtrespektierung der Menschenrechte in den Ländern des gerade existierenden Sozialismus,
vornehmlich auf die Situation in der ehemaligen Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten, die offiziell so stolz darauf waren, den Kapitalismus und die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abgeschafft zu haben, die Realität jedoch in der autoritär-bürokratischen Praxis der Einparteiendiktatur die elementaren Menschenrechte nicht respektieren. Dies ist übrigens auch der Grund, weshalb Ernst Bloch schon in den Jahren seines ersten Schweizer Exils und seiner Tätigkeit als Journalist an der Berner Freien Zeitung von 1917 bis 1919, dem Organ der deutschen Antikaiserposition, in seinen Artikeln, die größtenteils unter Pseudonym veröffentlicht worden sind, ähnlich wie Rosa Luxemburg, scharfe Kritik an Lenin und den Bolschewiki übte, weil sie nicht begriffen hätten, dass es kein richtiges 1917 ohne ein 1789 geben könne. Bloch war einer der ersten kritischen Intellektuellen, die davor gewarnt hatten, dass, so wie in Russland geschehen, das Überspringen der Phase einer bürgerlich-demokratischen Revolution und der direkte revolutionäre Übergang von der autokratischen Despotie des Zarenregimes zum Sozialismus, der Diktatur des Proletariats, die große Gefahr in sich berge, eine neue Diktatur zu errichten, die sich zwar als revolutionäre Klassendiktatur des Proletariats zu legitimieren versuchte, die aber gerade wegen der Nichtrespektierung der bürgerlichen Freiheitsrechte in nichts anderes ausarten werde als in eine bürokratische Diktatur der Apparatschiks. Hier war Bloch ein Visionär, den die weitere politische Entwicklung in der Sowjetunion, vor allem nach dem Tode Lenins, sollte Blochs Vision bestätigen. Die von Lenin, Bloch nennt ihn in einem dieser Schweizer Artikel den Roten Zaren, verfügte Auflösung der Duma im März 1918 und die danach erfolgende schrittweise Liquidierung der Räte durch diejenigen, die mit der Losung alle Macht den Räten im Oktober 1917 an die Macht gekommen waren, bestätigte diese pessimistischen Voraussagen Blochs. Und die im März 1921 erfolgte blutige Niederschlagung des Kronstädter Aufstands, bei der die libertäre Komponente der Menschewiki, die russischen revolutionären Sozialisten, physisch liquidiert wurde, war die gewissermaßen darauf folgende zusätzliche Probe aufs Exempel. Das Postulat des aufrechten Gangs, dass dasjenige der Menschenrechte und der Menschenwürde ergänzt, wird von Bloch nicht etwa anthropologisch begründet, für die Anthropologie ist der aufrechte Gang ja das entscheidende Charakteristikum für den Übergang der Hominiden zu Homo sapiens, das heißt zu dem im Gegensatz zu den Tieren aufrecht gehenden Menschen, der in der Lage ist, sich nun Werkzeuge herzustellen, den Boden zu bearbeiten, Häuser, letztlich Tempel und Pyramiden zu bauen, indem er Stein auf Stein setzt, der letztendlich aber auch in der Lage ist, Waffen und Folterwerkzeuge aller Arten herzustellen, Kriege zu führen, indem die Menschen sich massenhaft, grausam mit Schwertern, Spießen, Morgensternen und so weiter niedermetzeln, sondern ausschließlich philosophisch, als sich vom Naturrecht herleiten, das, wie Bloch unterstreicht, eine Geheimgeschichte hat, die es nicht minder verdient, untersucht zu werden, als die Geschichte der Utopien. Waren letztere nicht nur abstrakte Wunschprojektionen einer besseren, besseren Gesellschaftsordnung, im imaginären Raum ferner Inseln, wie zum Beispiel die Sozialutopie Utopia des Thomas Morus, so war das den Utopien eigentlich feindlich gesonnene Naturrecht, sowohl in seiner rationalistischen Gestalt bei Hobbes und Grotius im 17. Jahrhundert, wie in seiner kontraktualistischen Form, wie bei Rousseau im 18. Jahrhundert, in seiner Art ebenso dringend und zielte auf menschliche Würde. Beide waren daher, so unterstreicht Bloch mit der ihm eigenen sokratischen Ironie, einander ergänzende Anliegen im humanen Raum. Getrennt marschierend, leider nicht vereint schlagend. Nichts illustriert diese besondere Lesart der im Naturrecht schon verankerten und zumindest latent vorhandenen progressiven, die feudale Ordnung sprengenden Elemente durch Bloch als das folgende Zitat aus Naturrecht und menschliche Würde, in dem die Freiheitsrevolution des Bürgertums in ihrem Impetus vollaus bejaht, von Bloch allerdings auch, was ihre Grenzen betrifft, kritisch beleuchtet wird. Zitat, die Freiheit von der feudalen Ordnung war nicht eine bloße des Schreckens oder, wie Hegel sagt, eine Furie des Verschwindens, als welche den Repräsentanten der Bastille die Köpfe wegnahmen. Sie war gleich eilig, die Freiheit zu dem Positivum einer neuen
zunächst bürgerlich geratenen Lebensordnung. Der Individualwille verringerte in dieser Ordnung die Nötigungen, die seiner Wahlfreiheit entgegenstanden. Er gewann einen Rahmen, worin der Profitwille, aber auch in der Konstruktion die Selbstbestimmung des mündigen Menschen sich zu bestätigen versuchte. Eben Rousseau formulierte dieses letzte oder Citoyen-Moment im Freiheitsruf der bürgerlichen Revolution dahin, dass der Bürger nicht in seiner Freiheit beschränkt sei, außer soweit dieses für die gleiche Freiheit der anderen notwendig sei. Und wie Bloch unterstreicht, war Rousseaus Contrat social so etwas wie eine Bibel der Jakobiner, eine Hymne auf die Freiheit, die somit zum ersten Mal ins Naturrecht eintrat. Und noch viel radikaler als unter Grotius entfernte Rousseau nämlich den Herrschaftsvertrag aus dem Gesellschaftsvertrag. Die Würde der menschlichen Person ist unantastbar. Deshalb auch die Tilgung jeglicher Form von Unterdrückung durch feudale, despotische und absolutistische Gewalt. Dies ist, so schlussfolgert Bloch, auf eine kurze Formel gebracht, die revolutionäre Erneuerung des klassischen Naturrechts durch Rousseau. Und wie Bloch des Weiteren hervorhebt, ist das Charakteristikum dieser revolutionären Erneuerung und Ergänzung des klassischen Naturrechts der Umstand, dass es für den Autor des Contrat social keine Bindung des freien Individuums mehr an die herrschende Klasse oder Kaste, das heißt an die Fürsten oder an die Aristokratie, mehr gibt. Es gibt nur noch diejenige an die Volonté générale, den allgemeinen Willen. Und dieser allgemeine Wille, diese Volonté générale, ist identisch mit der Volkssouveränität. Die Entscheidungsgewalt soll nun einzig beim Volk liegen. Übertragen auf seine Epoche bedeutet es allerdings, so unterstreichen, doch dass der dritte Stand, der Tiers État, das heißt die Bourgeoisie, die Regierung als Exekutivorgan des allgemeinen Willens bilden muss. Diese wiederum muss aus dem einzig legitimen Souverän, dem Volk, hervorgehen. Dieser allgemeine Wille ist jedoch nichts anderes als die permanente Manifestation des obersten Prinzips des Naturrechts, das heißt der individuellen Freiheit in der menschlichen Gemeinschaft. Der Gesellschaftsvertrag wurde ausschließlich zum Schutz dieser individuellen, naturgegebenen Freiheit geboren, aber er kann gekündigt werden, falls der Schutz der Freiheit es erforderlich machen sollte. Und die Menschenrechte, das unterstreicht noch in seiner Lektüre und Interpretation Rousseaus, wurden aus eben dieser Freiheit abgeleitet. Als Marxist verweist Bloch in diesem Zusammenhang auch aber auf einen Widerspruch bei Rousseau, der darin bestehe, dass Rousseau konform zum Klasseninhalt der bürgerlichen Revolution auch das Privateigentum zu den Menschenrechten zähle. Und dies, obwohl er in seinem Discours sur l'origine et le fondement des inégalités parmi les hommes das Privateigentum als die eigentliche Ursache aller Übel und Ungerechtigkeiten der Zivilisation bezeichnet hat. Aber diese Schrift stand aus dem Jahr 1755 und also 7 Jahre vor dem Contrat social verfasst. In seinen späteren Schriften, wie zum Beispiel dem Emile im gleichen Jahr veröffentlicht wie der Contrat social, verteidigt Rousseau dann aber ausdrücklich das Privateigentum als eines der elementaren Menschenrechte, trotz der Gleichheitsforderung des allgemeinen Willens. Und diese Position wurde dann von seinem Schüler Robespierre übernommen. Sie wurde jedoch bekämpft von den radikalen Gleichheitsdenkern der Französischen Revolution, das heißt sowohl von Babeuf als auch von den Verfechtern einer radikalen Gleichheitstheorie wie Morelli und Mably, die übrigens auch im Namen des Naturrechts die Abschaffung des Privateigentums fordern. Trotz seiner marxistischen Kritik an Rousseau, insbesondere in der Eigentumsfrage, steht Bloch dennoch auf dem Standpunkt, dass auch vom Marxismus eigentlich anerkannt werden müsste, dass ohne diese fortschrittlichen Lehren Rousseaus das Problem der Freiheit, Gleichheit und Menschenrechte nie in dieser Radikalität gestellt worden wäre. Denn bei Rousseau wird eben, wie Bloch unterstreicht, die Ableitung aus rein abstrakten Prinzipien aufgegeben und an ihre Stelle tritt die konkrete Vernunft. Und der Marxismus verdanke ja doch vieles dem auf die Vernunft gegründeten Naturrecht bei Rousseau. Nicht nur die Theorie der Revolution, sondern auch diejenige der Erklärung der Menschenrechte. Selbst wenn die Gleichheit hier lediglich als eine formelle und politische Gleichheit definiert wird. Denn, so bemerkt Bloch, die Menschenrechte wurden ja nicht nur deklariert,
sondern auch konkret manifestieren, zum Beispiel auf den Straßen von Paris im Sommer des Jahres 1789, was mit einem zur Stürmung der Bastille führte. Zum ersten Mal, bemerkt Bloch, bemächtigte sich das Volk dieser Ideen und wollte sie unbedingt verwirklichen. Und so wurde der Begriff Mensch zum Signal, das sozusagen alle gleich machte. Wie Bloch diesbezüglich unterstreicht, war dies allerdings schon von langer Hand vorbereitet. Denn die Aussage, dass alle Menschen als Freie und Gleiche geboren werden, befindet sich schon im römischen Naturrecht. Nun würde sie jedoch mit dem Dreigestirn Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit neu, revolutionär, formuliert, und zwar 1793 im Club des Cordeliers von Danton de Moulin, der den Jakobinern nahestand. Und dem vorangegangen war in der Tat die offizielle Proklamation der Menschenrechte durch die französische Nationalversammlung am 26. August 1789, ein Ereignis, das, wie Bloch unterstreicht, dem außerordentlich großen Einfluss von Rousseau zuzuschreiben ist, denn die drei wesentlichen Grundforderungen und Devisen der Erklärung der Menschenrechte, Freiheit, Eigentum, Widerstand gegen Unterdrückung, entsprechen genau dem letzten von Rousseau aktualisierten Stand des klassischen Naturrechts. Der von Bloch zitierte Passus von Rousseau, in dem von der Selbstbestimmung des mündigen Menschen die Rede ist, verweist übrigens eindeutig auch auf Immanuel Kant, dessen Kritizismus und kopernikanische Wende in der Philosophiegeschichte der Neuzeit als Bloch stets auch in großen Ehren gehalten hat. Ich verweise diesbezüglich auf seine Frankfurter Rede in der Paulskirche 1967 anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an den Autor des Prinzips Hoffnung. Eine Rede, in der Bloch nicht nur jenen berühmten Absatz aus dem Streit der Fakultäten über die französische Revolution zitiert, sondern auch explizit Kants Schärfe des Denkens und seine einwandfreie Gesinnung preist. Und die, so unterstreicht er, richtet sich vor allen Dingen gegen die Macht. Für die Pertinenz dieser Aussage gibt es übrigens keinen besseren Beweis als jeden Passus aus dem Streit der Fakultäten, wo aus Kants Feder über den Staat Preußen unter anderem Folgendes zu lesen ist. Zitat: Denn für die Allgewalt der Natur oder vielmehr ihrer uns unerreichbaren obersten Ursache ist der Mensch nur eine Kleinigkeit. Dass ihn aber auch die Herrscher von seiner eigenen Gattung dafür nehmen und als eine solche behandeln, indem sie ihn teils tierisch als bloßes Werkzeug ihrer Absichten belasten, teils ihn in ihren Streitigkeiten gegeneinander aufstellen, um sie schlachten zu lassen, das ist keine Kleinigkeit, sondern Umkehr des Endzweckes der Schöpfung selbst. Zitat Ende. Also diese zynische Missachtung der Menschenwürde durch die Herrschenden des Feudalsystems rechtfertigt die Revolution, die Revolte. Also sie rechtfertigt auch, und damit steht Bloch gewissermaßen in einer Reihe mit Kant und Rousseau, die Revolution. Die Revolte sei hier notabene angemerkt, ist für Ernst Bloch jedoch im Gegensatz zu dem Existenzialisten Albert Camus, dessen 100. Geburtstag wir in diesem Jahr begehen, kein ausschließlich individueller Akt der Auflehnung, des Widerstands und der moralischen Empörung gegen unwürdige Verhältnisse und Unterdrückung. Der Revolté ist für Camus primär jemand, der mal Nein sagt, der aber gleichzeitig ja auch Ja sagt zu einer neuen, alternativen, lebenswerten Wertordnung. Nach Sartre ist er jemand, der für die totale Freiheit kämpft, sondern der legitime Aufstand zur Brechung und Abschaffung von Knechtschaftsverhältnissen, der für den Knecht erniedrigenden Herr-Knecht-Beziehung, deren Auflösung nach Hegels Phänomenologie des Geistes mit dem Streben des Knechts nach Anerkennung seiner Arbeit zusammenhängt, die ohne die revolutionäre Überwindung seines subalternen Status nicht zu erlangen ist. Als kollektive Auflehnung mündet diese Revolte, und diesbezüglich ist Blochs Verweis auf den Wanderprediger Thomas Münzer im Deutschen Bauernkrieg wichtig und auch derjenige auf den Spartakusaufstand in Rom, in die Revolution, die Bloch, wie Marx, sich ebenfalls nur als eine soziale im Zusammenhang des Klassenkampfs vorstellen kann. Die Freiheitsrevolution des Bürgertums ist jedoch für Bloch nur eine Etappe, wenngleich eine ganz entscheidende, im
Emanzipationsprozess der Menschheit und der Gesellschaft. Insofern, dass nach dem Sturz der Feudalordnung 1789, nach der Erstürmung der Bastille von dem politischen Dreigestirn, Liberté, Egalité, Fraternité, also von der Bourgeoisie, die sich von nun an als neue herrschende Klasse installierte, nur das erste dieser drei Losungsworte verwirklicht wurde. Freiheit, ja, Gleichheit, ja auch, aber nur formell, nicht real. Von der Brüderlichkeit ganz zu schweigen. Denn die hat ja alle mal in einer Gesellschaft miteinander rivalisierender Egoisten und Privateigentümer keinen Platz. Mit der Erstürmung der Bastille am 14. Juli 1789 aber wurde dennoch, trotz dieser Defizite, die der Befreiungsgeschichte der Menschheit und dieses Blocks feste, unerschütterliche Überzeugung ein neuer, wichtiger und entscheidender Impuls gegeben, und dies führte wiederum dazu, dass so Bloch in Naturrecht und menschliche Würde im 19. Jahrhundert im Proletariat das Ideal der Handlungsfreiheit fortlebte, das Ideal nicht nur der Selbstbestimmung, sondern auch der Geschichtsbestimmung. Und damit einher ging eine Erweiterung des ursprünglich bürgerlichen Freiheitsbegriffs, seine marxistische Kritik, die jedoch bei Bloch im Gegensatz zu den Repräsentanten eines dogmatischen Marxismus relativ gemäßigt ausfällt, oder damit jedoch an Radikalität etwas einzubüßen. Und hier ist Blochs zentrale These unter anderem, dass dieser bürgerliche Freiheitsbegriff in Verbindung mit dem Citoyen-Gedanken auf jeden Fall die unverzichtbare Voraussetzung für die zum ersten Mal von Gracchus, Babeuf, Buonarroti, Auguste Blanqui und den französischen Frühsozialisten vorgenommene Gleichsetzung des bürgerlichen Freiheitsideals mit dem Gleichheitsideal des Sozialismus war. Mit eigener Hand, so Bloch, vermag der Sozialismus die sonst so fallen gelassen, die haltbare Fahne der alten Grundrechte aufzuheben. Mit durchschauter Illusion, berichtigter Klassenideologie, vollzog der Ernst der Sache. Denn es geht ja darum zu zeigen, dass es sich nicht um einen großen Gedankenstrich zwischen Vergangenheit und Zukunft handelt, sondern um die Vollziehung der Gedanken der Vergangenheit, wie Marx in einem Brief an Hugo vom Jahre 1843 schrieb. Gewiss war Marx Vorbehalt, dass die Menschenrechte in erster Linie einen bürgerlichen Klassencharakter hätten und dass die Verteidigung des Privateigentums außerordentlich stark zur Entstehung der Theorie der Menschenrechte beigetragen habe, berechtigt. Dennoch aber konnte, dies zumindest war Blochs Überzeugung, eine allzu dogmatische Interpretation dieser Theorie schädlich werden für den Marxismus selber. Deshalb verwahrt sich Bloch gegen allzu voreilige Schlussfolgerungen und erinnert explizit daran, dass Freiheit bei Marx keineswegs kritisiert wird, sondern im Gegenteil dasjenige Menschenrecht ist, durch dessen Glanz und Menschlichkeit Marx das Privateigentum selbst kritisiert. Von daher gerade die marxische Konsequenz setzt, ich zitiere, nicht Freiheit des Eigentums, sondern vom Eigentum, nicht Freiheit des Gewerbes, sondern vom Egoismus des Gewerbes, nicht Emanzipation des egoistischen Individuums von der bloßen Feudalgesellschaft, sondern Emanzipation aller von jeder Klassengesellschaft. Und in dem wichtigen 21. Kapitel von Naturrecht und menschliche Würde betont Bloch diesbezüglich, dass das einzig in einer nicht antagonistischen Gesellschaft der Dualismus zwischen subjektivem und objektivem Recht, zwischen der Facultas Agendi und der Norma Agendi aufgehoben werden kann. Zitat: Das letzte subjektive Recht wäre so die Befugnis, nach seinen Fähigkeiten zu produzieren, nach seinen Bedürfnissen zu konsumieren. Garantiert wird diese Befugnis durch die letzte Norm des objektiven Rechts, Solidarität. Der tiefgehende Dualismus in der Rechtssphäre verschwände also in einer Gesellschaft, die nicht nur eine nicht antagonistische in ihrem Interesse wäre, sondern ebenso die Staatsmächte nicht mehr nötig hätte, so wenig wie die Individuumreservate die nötigen gegen den Staat, gar das Polizeistaat. Als geschichtliche Beweis für diese These führt Bloch hier unter anderem die Pariser Kommune an, die ja trotz ihrer Identität als erste Arbeiterrepublik in der Geschichte keineswegs das herrschende bürgerliche Recht schlagartig durch ein neues proletarisch-sozialistisches ersetzt hatte,
Und er verteidigt diesbezüglich die Ansicht des in stalinischen Säuberungen zum Opfer gefallenen sowjetischen Juristen Jewgeni Paschukanis, der die Ansicht vertreten hatte, zumindest für eine Übergangsperiode müssten die vom bürgerlichen Staat ererbten Rechtsnormen auch unter einer sozialistischen Regierung noch gültig bleiben. Denn es gäbe eigentlich weder eine allgemeine Rechtslehre noch ein proletarisches Recht. Bloch schreibt, es solle kein sozialistisches Recht mehr geben, so wenig wie das Absterben der Kategorien des Werks, des Kapitals, des Profits und so weiter beim Übergang zum entfalteten Sozialismus das Auftauchen neuer proletarischer Kategorien des Werts, Kapitals, der Rente und so weiter bedeuten wird. Nicht schon deshalb, weil das neue Recht nur im Prozess des Verschwindens der alten und des Aufbaus der neuen Gesellschaft entstehen kann. Und wenn Bloch in diesem Zusammenhang so nachdrücklich auf das Absterben des Staates hinweist, das Marx und Engels am Ende dieser Übergangsperiode kommen sahen, so deshalb, weil die Länder des real existierenden Sozialismus ganz offensichtlich zu staatlichen Diktaturen entartet waren, in deren Alltagspraxis die zentralistisch funktionierende autoritäre Staatsmacht, zum Beispiel in der Form der politischen Polizei, der Stasi und so weiter, allgegenwärtig war. Vom Absterben des Staats war da ja überhaupt nicht mehr die Rede, sondern es gab nur ein viel zu viel am Staat. Und die Praxis der Justizbehörden der DDR wich dann auch mehr denjenigen der sowjetischen unter Stalin. Entweder gar keine und erhebliche Einschränkung der Verteidigerrechte, politische Prozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Nichtrespektierung der in der Verfassung der DDR garantierten Grundrechte der Bürger, Verurteilung von Dissidenten zu hohen Freiheitsstrafen nach von der DDR-Regierung erlassenen politischen Sondergesetzen, die bereits jegliche Kritik an der Partei und Staatsführung der DDR unter Strafe stellten und so weiter und so fort. Also in diesem Kontext erfolgte ja auch die Verurteilung von Wolfgang Rarich 1956 zu 12 Jahren Zuchthaus wegen angeblicher Konspiration gegen die Staats- und Parteiführung der DDR, gefolgt von derjenigen von Rudolf Barrow 1975 wegen angeblicher nachrichtendienstlicher Tätigkeit, in Wirklichkeit jedoch wegen seines den real existierenden Sozialismus kritisierenden Buches Die Alternative. Auch Ernst Bloch sollte ja 1957 der Prozess gemacht werden. Wie die Akte Wild, das war der Name für Blochs Stasi-Akte in der Stasi-Zentrale in der Ostberliner Normannenstraße, belegt, hatte die Staatsanwaltschaft der DDR auf Anordnung Walter Ulbrichts schon im Januar 1957 alle Materialien und belastenden Dokumente für einen solchen Prozess zusammengestellt. Nur der Uneinigkeit im Zentralkomitee der SED, das heißt der Intervention von Kurt Hager, der Geld machte, eine Verhaftung und Verurteilung Blochs würde dem internationalen Ansehen der DDR sehr schaden, war es zu verdanken, dass die Regierung der DDR schließlich auf diesen Prozess verzichtete. Denn Kurt Hager hatte großen Einfluss auf Walter Ulbricht. Er begnügte sich also damit, Bloch durch seine vorzeitige Pensionierung und Versetzung in den Ruhestand 1957 in die politische Quarantäne zu schicken, ihn vollständig zu isolieren und zu überwachen, mundtot zu machen. Nur ein einziges Privileg blieb ihm bis zu seinem definitiven Weggang aus der DDR im August 1961, sein Reisepass, der es ihm als Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR ermöglichte, auch ins westliche Ausland zu reisen. So blieben ihm im Grunde genommen nur noch 3 Jahre, also um in großer Gemeinsamkeit und Splendid Isolation in seiner Wohnung in Leipzig in der Wildstraße das Buch Naturrecht und menschliche Würde zu schreiben und zu vollenden, denn dessen Manuskript dann im Herbst 1961 im Frankfurter Surkamp Verlag gedruckt und veröffentlicht wurde. Sein Erscheinen fiel zeitlich zusammen mit Blochs Antritt seiner Gastprofessur in Tübingen Anfang November 1961. Dieses Buch enthält, das ist auch noch wichtig, im Anhang, dieses Buch Bloch schon 1953 in der DDR geschriebenen Essay über Christian Thomasius, einen deutschen Gelehrten ohne Misere aus Halle, der gerade im Zusammenhang unserer Untersuchungen über das Verhältnis von Menschenwürde, Naturrecht und aufrechten Gang im Denken Blochs einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Der Essay ist nämlich einem etwas in Vergessenheit geratenen deutschen Juristen, Philanthropen und Philosophen aus dem 17. Jahrhundert gewidmet,
der übrigens als erster seine Vorlesungen an der Universität Halle nicht in Latein, sondern in deutscher Sprache hielt. Wegen seines Traditionsbruchs und seines großen Mutes, auch als Philosoph und Rechtsgelehrter gegen den Strom zu schwimmen, war er für Hans Bloch gewissermaßen die typische Verkörperung und die Inkarnation des aufrechten Gangs, denn Christian Thomasus hatte in der Tat den Mut, als Philanthrop und Philosoph, der eine humanistische Ethik und eine Moral des Glücks lehrte, gegen die laufenden Hexenprozesse, die Inquisition und die schrecklichen Folterungen zu protestieren, die zur Alltagspraxis der Justiz im 17. Jahrhundert gehörten. Damit ehrte Bloch also einen Denker, der, wie er unterstreicht, einen ganz neuen Ton ins Naturrecht brachte. Umso mehr, als er menschliches Glück mit menschlicher Würde geradezu naturrechtlich verband. Thomasus ist in Blochs Augen ein Philosoph, der in der Epoche der Frühaufklärung deshalb durchaus als ein Vorläufer des utopischen Gedankens des Rechts aller auf Glück angesehen werden kann. Zitat: Thomasius selber hat mit der einfachen Gleichung Glück und Würde jedenfalls einem vorzüglichen materialistischen Wesen Ausdruck gegeben. Wenn gestörtes Glück auch gewiss kein Deduktionsprinzip der Rechts- und Staatsentstehung bildet, so hielt das Gesellschaftsprinzip Aufhebung des gestörten Glücks doch ein vortreffliches Richtmaß zur Beurteilung des vorhandenen Rechts, der vorhandenen Moral. Das statuierte Recht auf Glück als Grundrecht verzog sich daher mit dem alten Gerüste des Unrechts schlecht. Naturrecht dieser Art war zwar noch kein Simson, der die Säulen zertrümmert, wohl aber stand es auf als Stolz gegen Leidend und auch darin entwürdigt machende Obrigkeit, als Hass gegen ihre Barbarei, als tätige Liebe zu ihren Opfern. Zitat Ende. Also in der Gestalt fungiert Thomasius in Blochs Denken durchaus als ein Vorläufer des utopischen Sozialismus, der mit seiner radikalen Umstülpung des mittelalterlichen Naturrechts mit all seinen barbarischen Auswüchsen in der Rechtspraxis vom 13. bis zum 17. Jahrhundert als einer der ersten Rechtsphilosophen theoretische Brechstangen gegen das feudale System der Unterdrückung und Missachtung der Menschenrechte und Menschenwürde geschmiedet hat. Und der, wenngleich er in seiner Epoche nur ein einsamer Rufer in der Wüste war, als Pionier der Ideen der Aufklärung in die Geschichte der Philosophie der Neuzeit eingegangen ist. In seinen Vorträgen und Interviews der 60er und 70er Jahre hat Hans Bloch stets die enge Verbindung des Naturrechts mit dem aufrechten Gang betont. So heißt unter anderem in seinem Interview mit der österreichischen Kleinen Zeitung aus Klagenfurt vom 5. September 1968, die Naturrechtsprogramme, die ja nicht aus Träumen bestehen, sondern sich als deduzierte Wissenschaft in der Nähe der Mathematik auffassen, gehen auf Herstellung menschlicher Würde, auf Herstellung des aufrechten Gangs, auf Orthopädie, moralische Orthopädie, kurz auf Herausbildung von Rückgrat gegen Abhängigkeit, Unterwürfigkeit und so weiter. Biblisch ausgedrückt, die Sozialutopien beschäftigten sich mit der Rettung der Mühseligen und Beladenen, also mit ökonomisch Abhängigen unterdrückt. Die Naturrechtsprogramme beschäftigten sich mit der Abstellung des Zustandes, in dem es Erniedrigte und Beleidigte gibt. Das ist die entscheidende Differenz. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge, die selbstverständlich geeint sind in Emanzipation. Und ein Element, das im Marxismus nicht genügend belichtet ist, so Bloch, ist eben auch das Naturrechtliche, das heißt die ebenso große Empfindlichkeit gegen Erniedrigung und Beleidigung wie gegen Mühseligkeit und Beladenheit und ökologische gedrückte Abhängigkeit. Die sozialen Utopien und Naturrechtsprogramme unterscheiden sich, sie können getrennt marschieren, aber sie müssen vereint schlafen. Also, Zitat Ende. Während nun Immanuel Kant in seiner Anthropologie den Menschen der Neuzeit mit einem krummen Holz vergleicht, das sich nur mühsam aufrichten kann, um sich aus selbstverschuldeter Unmündigkeit zu befreien, wozu des Lichts der Aufklärung, das heißt der kritischen Vernunft, bedarf. Unterstreicht Bloch, dass das Recht des aufrechten Gangs schon in allen Rebellionen der Geschichte präsent war. Und zwar im Sinne der Erhebung, was bedeutet, dass man sich seiner horizontalen, gedrückten oder knienden Lage in eine Aufrechte beginnt. Darin steht eo ipso schon etwas Naturrechtliches, bemerkt Bloch. Er unterstreicht, dass zum Beispiel die französische Revolution nicht von sozialen Utopien aktiviert worden ist, sondern vom Naturrechtsgedanken. Dass das Naturrecht sich auch in den großen klassischen Dramen spiegelt, zum Beispiel in den Gestalten des frühen Schiller,
gibt Karl Moor in den Räubern zum Beispiel, Wilhelm Tell oder auch in Goethes Götz von Berlichingen. Also von der Bühne herab, sagt Bloch, ertönt Naturrecht in Gestalten klassischer Dramen. In der Wirklichkeit ertönt es seltener. Der stärkste Ausbruch war die englische, französische und die amerikanische Revolution. Und er rechtfertigt seine These von der Notwendigkeit der Beteiligung der Intellektuellen an den Freiheits- und Emanzipationsbewegungen der Gegenwart. Er verweist in diesem Zusammenhang unter anderem auf den Prager Frühling und den Pariser Mai 1968. Das heißt auch das Engagement von Václav Havel und von Jean-Paul Sartre. Also mit dem Argument, der Kopf steht nun seit langer Zeit wieder auf Seiten der rebellischen Suche nach dem Rechten und nicht auf der Seite der herrschenden Macht. Die Intellektuellen sind größtenteils keine Opportunisten mehr und das will schon was heißen. Also hoffen wir, dass sich Ernst Bloch da nicht getäuscht hat. Nun ist Ernst Blochs Philosophie des aufrechten Gangs und der konkreten Utopie nicht nur von dogmatischen Marxisten-Leninisten in der DDR kritisiert worden, die ihn einen Revisionisten und einen Mystiker schimpfen, der sich auf das Gebiet des wissenschaftlichen Sozialismus verirrt habe und der mit seinen Lehren und prophetischen Gästen die Jugend des Arbeiter- und Bauernstaats verführe, sondern auch im Westen, auch vornehmlich von Günter Anders und Hans Jonas, der sein Buch bewusst und absichtlich den Titel Das Prinzip Verantwortung gegeben hatte, um schon damit anzudeuten, dass es ihm vornehmlich darum gehe, Ernst Blochs Prinzip Hoffnung zu kritisieren und ihm den Entwurf einer neuen, realistischen, anti-utopischen Ethik entgegenzusetzen, die aus dem Geist unserer moralischen Verantwortung für die künftigen Generationen gespeist ist. In dieser Absicht und Perspektive begründete Hans Jonas in seinem zwischen den vielen Sprachen übersetzten Buch das Prinzip Verantwortung eine ganze Reihe von Thesen, die gerade was das Verhältnis des Menschen zu Natur und Technik betrifft, bei den Grünen, ist nicht nur in Deutschland, auf eine relativ große Resonanz stießen, eben weil er sich darin unter anderem für eine radikale Veränderung des traditionellen Verhältnisses des modernen Menschen zur Natur ausspricht, sowie auch für eine Reihe von dringend erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung der großen ökologischen Katastrophe, die da auf uns zukommt, wenn nicht dringend etwas geschieht, um die ständig zunehmenden CO2-Emissionen drastisch einzuschränken. Schon auf den ersten Seiten des vierten Teils seines Buches Das Prinzip Verantwortung geht dabei Jonas ziemlich scharf und meiner Ansicht nach ungerecht als Bloch ins Gericht, dessen Denken der konkreten Utopie pauschal als marxistischer Utopismus und als säkularisierte Eskatologie abgestempelt wird. Auch Blochs naturphilosophische Thesen von der Auferstehung der Natur, von der Allianz des Menschen mit der Natur und der nötigen möglichen Umwandlung des Planeten Erde in eine neue Heimat finden in seinen Augen keine Gnade. Er bestreitet die Intelligibilität dieser Begriffe und verkennt, ich würde sagen, in schon ziemlich eklatanter Weise den eigentlichen Kern und die Zieltendenz von Blochs stark auch von Schelling beeinflusster Naturphilosophie mit dem berühmten Postulat eines Allianzverhaltens des Menschen zur Natur und der Naturalisierung des Menschen bei gleichzeitiger Humanisierung der Natur. Wir bemühen diese Begriffe, alle einer, wie er sagt, terrestrischen Verifikation zu unterziehen, die jedoch keine andere Absicht verfolgt, als polemisch aufzuzeigen, dass Blochs Denken weitestgehend einem irrealistischen Utopismus verfallen sei, stellt Hans Jonas Blochs humanistischen und utopischen Marxismus unter das von einem unverhohlenen Antikommunismus diktierte Verdikt eines prinzipiell subversiven Denkens, unter dem er sogleich auch den historischen und dialektischen Materialismus selbst in all seinen Varianten subsumiert. Im Übrigen sei Bloch viel zu orakelhaft, sagt er, um sich seine Ideen konkret vorstellen zu können. Also Anstoß nimmt Jonas nicht so sehr an der marxistischen Kritik der vom Kapitalismus erzeugten Ungerechtigkeiten und Misere, sondern an Blochs utopischen Versprechen einer radikalen Veränderung, Transformation des Menschen aufgrund noch nicht bekannter Umstände, das er für exzessiv und übertrieben hält. Nach Jonas nämlich brauchten die Verdammten dieser Erde, die nach Marx nichts zu verlieren haben als ihre Ketten, gar nicht diesen Traum von einem neuen Menschen oder einem Reich der Freiheit auf Erden, um durch eine Neuverteilung des gesellschaftlichen Reichtums
und die Vergesellschaftung der großen Produktionsmittel aus ihrer Situation erlöst zu werden, sobald sie erst einmal begriffen hätten, dass dies unter dem Druck ihrer eigenen Solidarität zu erreichen war. Damit attackiert Jonas in der Tat ein Leitmotiv des Blochschen Denkens, das Träumen nach vorwärts, jene Träume von einem besseren Leben, so übrigens der ursprüngliche des Prinzips Hoffnung, zu denen vor allem der erste Band von Blochs großer in der amerikanischen Emigration geschriebenen philosophischen Trilogie die philosophischen begrifflichen Grundlagen liefern und erarbeiten soll. Man könnte nun nämlich aus Blochs Sicht umgekehrt Jonas mit der Frage konfrontieren, wie aber sollen sich denn die Verdammten dieser Erde solidarisch gegen die schlimmsten Formen der Ausbeutung und Entfremdung wehren und organisieren, wenn sie nicht in irgendeiner Form von diesem Traum einer besseren Welt geführt worden wären? Ist es überhaupt möglich, gegen die großen Ungerechtigkeiten dieser Welt Widerstand zu leisten, ohne gleichzeitigen direkten oder indirekten Bezug auf ein utopisches Ideal, das heißt den Traum von der Möglichkeit eines anderen Lebens auf dieser Erde? Und hier verfängt sich unserer Meinung nach Jonas schon in Widersprüchen, die zu lösen er nicht in der Lage ist und deren Unauflöslichkeit er durch übertriebene Attacken gegen Blochs utopischen, sogenannten irreellen Marxismus kompensiert. Verkannt wird dann auch Blochs in eine Ontologie des noch Nichtseins konvertierte utopischer Messianismus und das spezifische Verhältnis von utopischer Hoffnung, Möglichkeit und konkreter Utopie und Praxis in Blochs Theorie eines antizipierenden Bewusstseins, verkannt wird darin auch, was Bloch konkret unter Hoffnung als Dr. Spes versteht. Deshalb wäre es hier wohl am Platz, einmal daran zu erinnern, was Bloch in der Einleitung, das heißt im Vorwort zum Prinzip Hoffnung schreibt und das gewissermaßen im Klartext hat Jonas Kritik und Jonas Unterstellungen widerlegt. Und mit diesem Zitat möchte ich auch diesen Vortrag beenden, weil ich mir eigentlich keinen besseren Abschluss, keine bessere Konklusion vorstellen kann als diese. Zitat: Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Seine Arbeiten sagen nicht, sie ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern. Hoffen über dem Fürchten gelegen, ist weder passiv wie dieses, noch gar in ein Nichts gesperrt. Der Effekt des Hoffens geht aus sich heraus, macht die Menschen weit, statt sie zu verengen, kann gar nicht genug von dem wissen, was sie inwendig gezielt macht, was ihnen auswendig verbündet sein mag. Die Arbeit des Effekts verlangt Menschen, die sich ins Werdende tätig hineinwerfen, zu dem sie selber gehören. Sie erträgt kein Hundeleben, das sich ins Seiende nur passiv geworfen fühlt, im Undurchschautes gar jämmerlich anerkannt ist. Die Arbeit gegen die Lebensangst und die Untriebe der Furcht ist die gegen ihre Urheber, ihre großenteils sehr aufzeigbaren. Und sie sucht in der Welt selber, was der Welt hilft. Es ist findbar. Wie reich wurde allzeit davon geträumt, vom besseren Leben geträumt, das möglich wäre. Das Leben aller Menschen ist von Tagträumen durchzogen. Darin ist ein Teil lediglich Schale, auch ein nervige Flucht nach Beute für Betrüger. Aber ein anderer Teil reizt auf, lässt mit dem schlecht Vorhandenen sich nicht abfinden, lässt eben nicht entsagen. Dieser andere Teil hat das Hoffen im Kern und er ist lehrbar. Er kann aus dem ungeregelten Tagtraum wie aus dessen schlauen Missbrauch herausgeholt werden, ist ohne Dunst aktivierbar. Kein Mensch lebte je ohne Tagträume. Es kommt aber darauf an, sich dann weiterzukennen und dadurch unbetrüblich hilfreich aufs Rechte gezielt zu halten. Möchten die Tagträume doch noch voller werden, denn das bedeutet, dass sie sich genau um den nüchternen Blick bereichern, nicht im Sinn der Verstockung, sondern des Rennwerdens, nicht im Sinn des bloß betrachtenden Verstandes, der die Dinge nimmt, wie sie gerade sind und stehen, sondern des Beteiligten, der sie nimmt, wie sie gehen, also auch besser gehen können. Möchten die Tagträume also wirklich voller werden, das ist heller, unbeliebiger, bekannter, begriffener und mit dem Lauf der Dinge vermittelter, damit der Weizen der Reifen will. Befördert und abgeholt werden kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder etwas zu äußern, ganz nach Belieben. Ja, bitte, da ist eine Wortmeldung.
da Sie mehrfach den messianischen da Sie mehrfach den messianischen Utopismus Blochs erwähnt haben, erlauben Sie vielleicht eine Frage, die Ihr Wissenshaus passt, die in die katholische Kirche. Welche Rezeption hat der utopische Chilianismus Hans Blochs, der sich äußert in seinem Bezug auf die Apokalypse des Johannes? Welche Rezeption hat diese quasi eschatologische Utopie gefunden? Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Frage. Ich denke, die Frage nach der Rezeption ist nicht ganz einfach zu beantworten, denn es ist, ich würde sagen, das, was also Hans Blochs Philosophie, utopische Philosophie, das Prinzip Hoffnung und der Philosophie eines Walter Benjamin verbindet, das ist im Grunde also eine gemeinsame Verwurzelung in einem Messianismus, im Grunde im jüdischen Messianismus, der säkularisiert wird. Und es ist ein Denken, also in der Geschichte, sozusagen der Realgeschichte des Neomarxismus des 20. Jahrhunderts, kann man sagen, dass es da keine sehr große Rezeption, also so in dieser Form eines Denkens gegeben hat, in der gewisserweise religiöse Motive und marxistische Grundbegriffe und Perspektiven miteinander verbunden werden. In dieser Form. Also, ich sehe eigentlich nur hier Blochs und Benjamin in gewisser Weise Hand in Hand gehend, mit dem großen Unterschied, dass Benjamin noch viel stärker auch gleichzeitig also im Geschichtspessimismus der Frankfurter Schule verwurzelt ist. Nicht? Und deswegen also die positive, utopische Tendenz bei ihm viel schwächer ausgebildet ist als bei Bloch. Bloch ist in gewissen Sehen Bloch ein Rufer in der Wüste, also das ist jemand, der sich bemüht hat, also der hier aber doch sehr, sehr alleine steht, sehr isoliert ist. Die Rezeption ist deswegen also auch, gerade was diesen Aspekt betrifft, kann man sagen, von einem rein akademischen mal abgesehen, relativ schwach. Bloch steht hier allein, in gewisser Weise mit einem, was ich versucht habe, man kann mich auch daraus aus einem prophetischen Gestus, ja, Prophet, also mit Anschluss auch an dem, was also in den, bei den alttestamentlichen jüdischen Propheten, sozusagen revolutionären Momenten einer Theorie der Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit beschwört, herausstellt. Und es ist eine Verschmelzung eben bei Bloch, also in einer außerordentlich interessanten Konvergenz nicht, des Hoffnungsgedankens im jüdischen Messianismus, also mit der emanzipationsorientierten materialistischen Sozialphilosophie Marxens.